Good morning. Good video. Mit der Schulter gezuckt und gesagt, mein Gott, man muss ja auch nicht so pingelig sein. Ne? Ich meine, man kann sich doch mal verrechnen, überhaupt wenn es sich ums eigene Geld geht. Aber ihr glaubt es nicht, wir sind glücklich, dass wir sie haben. Ich weiß im Moment nicht genau, welchen Wasserstand wir haben, wenn es Niedrigwasser sein sollte. Aber ich glaube, ist es nicht. Dann sieht man die Eichenpfähle auch hier an beiden Seiten vom Flee, aber eben nur bei Niedrigwasser. Die gehört angeblich in den Fischer, ihr wisst schon, atemlos durch die Nacht, ne? Ja, ich hatte euch ja gesagt, wir sind angefangen, 2001, 2025 soll hier alles fertig sein. Alles, was ihr eben gesehen habt, wurde gebaut in den letzten 20 Jahren. Konnte sich kein Mensch vorstellen, damals war hier nichts als, ich hätte mal gesagt, Wüste und braches Wasser und so. Also alles, was ihr jetzt gesehen habt, war aufgebaut. Mit einer Ausnahme, wenn ihr mal nach rechts schaut, ist alles darum. Ihr könnt sie auch zu Fuß umrunden, dann habt ihr sportliche 7,2 Kilometer hinter euch. Das machen ganz, ganz viele Hamburger speziell an den Wochenenden. So,
oder ein Achter bitte. Guckt hier mal nach links. Da seht ihr unser schönes Tudor-Schloss. Ne? Da könnte jeder von uns mehr als einen Sommer verbringen. Rechts um die Kurve und fahren dann wieder zurück zur Alster. Wir mussten ja diesen Haken schlagen wegen der wechselseitigen Einbahnstraße, die wir gleich nochmal überqueren. Und jetzt erzähle ich euch mal den Rest dazu. Jetzt kommen wir zum Rathaus. Wir schlagen hier nochmal einen Haken und fahren dann anders zum Rathaus, damit ihr es nochmal besser seht. Aber guckt trotzdem mal, hier habt ihr gleich eine Schneise. Da könnt ihr wunderbar durchgucken, da stehen nämlich keine Bäume vor. Jetzt kommt sie, wenn ihr hier mal durchguckt. Jetzt, ja, guck mal da. Finally we got